Hi Freunde, ich bin Lilikopus Brain oder Herr Fotogenic und bin unfassbar gehypt auf das neue 2D Jump'n'Run von Super Mario namens Super Mario Bros. Wonder. Und dazu gab es eine Direct, wo ganz viel neues Gameplay gezeigt worden ist und das werden wir uns heute genau zusammen anschauen. Also, rein geht es und ihr dürft nur zuschauen, wenn ihr mindestens 3 Jahre alt seid. Wenn ihr jünger seid als 3 oder wenn ihr 3 seid, würde es mich wundern, dass ihr das Video gerade schaut, aber macht einfach weiter. Okay. Was würde uns erwarten? Machen wir erstmal ein bisschen laut. Hallo, ist das hier HD? Entschuldigung, 1080p, aber bitte volle Kajüte hier. So, was kann man hier schon alles überanalysieren? Wir haben Leben. Oh mein Gott, das erste Mal in Mario gibt's Leben. Aha. Welcome to the Flower Kingdom, a not-so-distant land just beyond the Mushroom Kingdom. Mario and friends were invited here by the... Wer ist denn Prinz Florian? Oh mein Gott, ich liebe Florian. Das ist einfach eine kleine Raupe. Ist der irgendwie verwandt mit dem Wiggler? Oh, ist der süß. But Bowser, the king of the Koopas, had other plans. Wer hätte erwartet, dass Bowser der Böse werden wird? With just a single touch of the mysterious Wonder Flower. Deswegen heißt es Super Mario Bros. Wonder. Was passiert da? Bowser merged with Prince Florian's castle. Aha. Chillig. Ach, yo. Alter, okay, das sieht aus, als ob straight aus einem Horrorfilm kommt, die Dinger hier. Also es ergibt irgendwo Sinn, weil Blumen und Ranken und das ist auch eine Raupe. Und es geht so ein bisschen in diesen Vegetationsfilm. Sehr krass. Besonders, was ist das für ein geiles Schloss? Hat man schon mal so ein grünes Schloss gesehen von dem? Sieht richtig böse aus. Fast als wäre das so vergiftet. Oh Gott. Aber so, da sieht man auf jeden Fall schon direkt die Fahne und irgendwie ein neues Logo anscheinend auch. Das ist wohl dieses Logo von den Wunderblumen. Oh oh. Yo, okay. Gut, also jetzt wissen wir auch, was unser Ansporn ist, diese ganzen Level des Spiels durchzuspielen. Wir müssen die kleinen Racker da einfach mal retten, weil die werden einfach gefangen. Oh, hier sieht man jetzt eine Menge. Alright, wir haben wieder eine Overworld, auf der wir rumlaufen können. Wir sehen hier schon irgendwie so einen kleinen Wiggler, was auch immer das genau sein soll. Das sind wahrscheinlich so einzelne Level. Hier sieht man irgendwie so ein WLAN-Symbol. Also eventuell gibt es dann hier auch so eine Online-Funktionalität drin. Okay. Das sah aus, ob man da irgendwie so ein Minispiel hätte. Irgendwas mit, ja, auch so einer Wunderblume oder so. Vielleicht sind das so Challenge-Level, je nachdem, wie viele von diesen Blumen man eingesammelt hat. Das oben sieht aus wie so ein Zusatzweg. Oh, ich will nicht zu viel stoppen, aber ich will es echt am liebsten gerade überanalysieren. Das sieht aus, ob man hier einen Wandsprung lernt oder machen muss. Okay. Ah, okay. Aber da sieht man es jetzt auf jeden Fall schwarz auf weiß. Man benötigt diese Wunderblumen, die man in den Leveln sammelt, um voranzuschreiten. Also da braucht man anscheinend 10 von diesen Samen oder von diesen Dingern, um dieses Level spielen zu können. Hier sieht man auch das erste Schloss. Interessant. Fancy. Now, fancy. It's up to Mario and friends to stop Bowser and save es sieht so toll aus. Kingdom. Die ganzen... Oh mein Gott, es ist auch wieder er dabei. Oh, wie hieß er nochmal? Ich habe seinen Namen vergessen. Oh, wie cool. Boah, sieht das hübsch aus. Oh mein Gott, sind das schöne Renders. Halleluja. Wow. Wo ihr jetzt natürlich auch ganz genau drauf hören könnt, ist, es ist ja immer noch sehr, sehr traurig, aber Charles Martinet hat ja seine Rolle als Stimme für Mario abgelegt und für Wario und für Waluigi, ne? Die Stimme, die man eben kannte. Und das ist jetzt das erste Spiel, wo eine neue Stimme eingesetzt worden ist. Lustigerweise ist das Leuten sogar schon aufgefallen beim Trailer, was ich sehr krass finde. Ich habe aber schon auf TikTok so ein paar Vergleiche gesehen und die Stimmen sollen wohl, also an Charles Martinet ranzukommen ist... Königsklasse. Es ist schwierig, das irgendwie zu toppen, das wird unmöglich sein. Aber die Stimme, die sie jetzt eingesetzt haben, soll wohl sehr, sehr gut sein. Sodass es einem jetzt nicht initial direkt auffällt, wenn man jetzt nicht hardcore drauf achtet. Ich finde es auch immer noch sehr cool, dass Daisy jetzt auch wieder mit am Start ist. Dass man sie aussteuern kann. In this presentation, we'll go over what's new in Mario's latest 2D side-scrolling adventure. Super Mario Brothers Wonder. Geil. Hier kann man auf jeden Fall diese lila Münzen sammeln. Es gibt auch so 10er Münzen.
Das heißt, das könnte sein, dass man das, entweder das werden so Sternmünzen oder das wird so eine Währung, die man einsammeln kann, um dann halt an bestimmten Orten irgendwie diese Münzen auszugeben, um etwas zu erhalten. Let's jump in. Das Blumenkönigreich. Wow. Okay, es gibt natürlich wieder eine Wolkenwelt, klar, keine Frage. Is the Flower Kingdom. Oh mein Gott. Oh, die Musik im Hintergrund, es klingt schon wieder alles so schön. It's made up of six distinct worlds that circle the Petal Isles. Sechs Welten und es wird mit Sicherheit wieder eine siebte Sonderwelt geben und dann vielleicht sogar noch eine Sternwelt. Das war ja bei New Super Mario Bros. Auch so. Making a total of Ah, guck mal, da sieht man sie sogar schon. Sieben Gebiete, ah, guck mal. Okay, wir haben die Pipe Rock Plateau, Fluff Puff Peaks, soll tatsächlich die zweite Welt sein direkt, Shining Falls, die Petal Isles. Und da ist dann tatsächlich auch Bowser. Da ist dann natürlich die Frage, wird man schon irgendwie hier einen Shortcut nehmen können, direkt runter, oder muss man wirklich alle Welten machen? Und wait a minute, hier unten links, das mit diesem Vulkan. Also das, nur das hier, ah okay, das sind Ranken, ich dachte, das wäre so gebirgemäßig. Das hat mich gerade instant an Super Mario RPG erinnert. So, dieser große Gebirgspfad, wo hinten dieses Schloss ist, wo das Schwert immer drauf war. Aber sieht jetzt doch ein bisschen anders aus, gerade auch mit diesem Vulkankopf, der so fast so einen Cooper-ähnlichen Kopf hat, so einen Knochentrocken oder so. Okay. Okay, hier sieht man auch, wie wahrscheinlich die einzelnen Pflanzensamen da aussehen, die man sammeln kann. Hier sind die so dunkelbläulich, hier sind die so türkis-grünlich. Hier unten haben wir noch so ein Sumpfgebiet. Hier haben wir so ein, ja eher so gebirgsmäßig, das ist dann so die heiße Vulkanfeuerwelt. Und natürlich in der Mitte dann der große Bowser. Okay, cool. Your adventure begins among the tubular hills of Pipe Rock Plateau. Wer sind die denn? Once you get past the freezing foot of the mountain, you'll be aiming for new heights in Fluff Puff Peaks. Oh mein Gott, das wird so schwer. Many trials await amidst the picturesque scenery and radiant cascades of shining falls. Wow. Traverse multiple islands. Oh Gott. Dive into the sea. Oh weia. And spelunk through caves at the heart of the Flower Kingdom. Der hat einfach seinen Schnabel geschossen. There's also an arid desert with white sand as far as the eye can see. An uncanny forest Natürlich. Lined with giant mushrooms. Oh, wie cool sind die denn? A scorching hot world full of molten magma and Und da kann man Wasserkrüge schmeißen, um die Lava zu löschen. Aber hier sieht man es oben links gerade. Es sind nicht irgendwie Sternmünzen oder so, sondern diese lila Münzen sammelt man tatsächlich zusätzlich ein. Also die wird man irgendwie einsetzen können, um was zu kaufen oder so. Or A rich variety of courses await in each world. Boah, das sieht schon fortgeschrittener aus. Oh, so sieht das denn aus, wenn man in die einzelnen Leveln geht. Oh, das sieht schön aus. Ich find's ganz schick. Bei New Super Mario World war es ja schon so, dass man diesen 3D, 2,5D-Modus hatte, dass man klein auf der Minimap rumgelaufen ist, dann das Level gesehen hat, reingegangen ist. Das hat hier jetzt nochmal so einen ganz anderen Charakter, weil das noch mehr 3D-mäßig aussieht. Das gefällt mir. Und es steht sogar bei, wie schwierig das Level ist. Wow, okay. Und man kann, da sehen wir es. Man kann anscheinend statt Sternmünzen oder so, drei oder mehr oder weniger Samen in einem Level dann sammeln. Okay, also das sind dann die Sachen, die man benötigt für 100%. Die sieht man hier oben links auch gerade, da haben wir 14 zum Beispiel schon von. Okay, da sind's grüne. Oh, da war schon, Moment, sorry, ich muss da nochmal einmal zurück. Warum sind die hier so mit so einem Achso, weil wir da gerade noch nicht dran waren. Ich habe mich gerade gewundert, warum das hier so ein Blautint hat. Aber hier seht ihr, drei Schwierigkeiten, da gibt es dann auch nur einen Samen. Und das scheint hier auch so challenging zu sein. Hier sieht man ja schon, dass man da irgendwie so einen Wirbelwind-Power-Up oder so benötigt. Vielleicht kann man dann manche Level sogar nur machen, wenn man einen Power-Up mitnimmt. Boah, ich bin so hart am Überanalysieren, ne? Aber ich find's gerade so geil, weil ich mich so unfassbar auf dieses Spiel freue. Schreibt gerne in die Kommentare, falls euch irgendwas aufgefallen ist, wirklich. Ich möchte jede Kleinigkeit möchte ich von diesem Trailer aufsaugen und das Spiel in mich aufnehmen. Man kann sogar frei rumlaufen. Wie cool. If you're not quite ready to take on a particular course, you can try a different one instead. Break time. Hier, habt ihr das gerade gelesen? Break time. Hurry, hurry. Break time. Das ist also so ein besonderes Zwischenlevel.
You can try a Journey Together. Da unten, das habe ich doch am Anfang gesagt. Das hier ist so ein WLAN-Symbol, weil man hier dann wahrscheinlich in so eine Online-Welt gehen kann. Entweder mit Online-Leuten. Was habe ich jetzt getan? Oh Gott. Oh nein. Wo sind wir stehen geblieben? Oh nein. Ich habe alles kaputt gemacht. Da waren wir. Ein Glück. Ich habe irgendeine Taste gedrückt. Ich nehme meine Hand vor der Tastatur. Play them in any order you like. Once you've played a course, you can quickly. Oh, ist das geil. Ist da, oh mein Gott, ist das gut. Man muss nicht auf der Overworld komplett zurück und hinlaufen, sondern man hat ein Curses-Panel, auf dem man auf jedes Level zurückgehen kann, wenn man da nochmal die 100% sammeln möchte. Aber man kann tatsächlich, oh, man kann nicht nur die Samen sammeln, sondern auch die Zehnermünzen. Das sind dann quasi so die Sternmünzen, nehme ich an. Und hier sieht man schon Dreiersterne und hier sogar vier. Wer sind die denn? Crazy. Sehr, sehr geil. Come back to it through the courses menu. Mhm. It's an easy way to find the ones you want to play again. Boah, die ganzen Transitions sehen richtig while gut aus. Courses, you might notice some talking flowers. Die Plauderblume. Und los geht's. Wie bist du denn hier hochgekommen? Ah. So ein schöner Sonnenuntergang. They'll talk to you. Oh mein Gott. Ich weiß jetzt schon, dass sie mich komplett abfucken werden, wenn ich ein Level zum 20. Mal probiere und die sage, achte auf dein Timing. Ich frage mich, wie Goombas schmecken. Was ist falsch mit dir? Warum willst du einen Goomba essen? Ob man da hinten irgendwie hinkommt? Oh. Points. Du hast mir Wasser geschenkt. Charaktere. So. Oh. Mario, Luigi, Peach, Daisy, man kann sogar drei verschiedene Toads auswählen. Yellow Toad, Blue Toad, Toadette, Yoshi, Red Yoshi, Yellow Yoshi, Light Blue, Nabbit. Nabbit hieß er im Englischen, wie hieß er denn auf Deutsch? Yoshi and Nabbit won't take damage, but they also won't transform with power-ups. Okay, also man sieht, dass die wieder so, ich find's immer so ein bisschen traurig, die süßesten Charaktere meiner Meinung nach, Yoshis und auch Nabbit, das sind so die Charaktere, das sind so die Baby-Charaktere. Damit kriegt man keinen Schaden, damit kann man das Spiel auf dem Easy-Mode durchspielen. All good, aber ich würde gerne einfach Yoshi spielen und ich würde auch gerne Yoshi sehen als Elefant. Besides Mario, you can also play as Luigi, yeah. Peach, Daisy. Daisy. One of two toads and Toadette. Nice. They all play the same. So go with your favorite or mix it up. Nice. The Yoshis and Nabbit on the Mopsy, so hieß er, klar, weil er ja alles immer geklaut hat. And won't take damage. They're a great choice if you're looking for a more easygoing experience. Das finde ich aber, oh, das ist richtig toll. Das ist richtig, richtig schön eigentlich, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt, dass gerade sehr viel jüngere SpielerInnen, die das Spiel vielleicht noch nicht so beherrschen, nicht gestresst sein müssen, Schaden zu nehmen, aber trotzdem halt aufpassen müssen, nicht von der Map zu fallen oder so. Das ist natürlich cool. Additionally, the Yoshis can flutter jump, eat objects and spit them back at enemies. Wie guckt der denn? Speaking of enemies, here are some of the new ones you'll find. Okay, was sind das für Flabber? Hüpfer. Jump when you jump. Okay. Melon piranha plants will spit seeds from their mouths. Ach du meine Güte. Condarts will fly at you and stick their beaks into your business. When conks attack, they'll even plow through goo. Okay. Mumsies can be unraveled if you position yourself just right. Die hat den einfach rausgezogen. Mamas will eat anything that comes too close to their gaping. Die Blume wäre so gerne das Ding. Der hat nämlich gerade einfach einen Goomba gegessen. There are plenty more new enemies for you to discover as well. Ist das großartig. Goombas. There are more enemy Goombas. Koopa Troopas. Koopas. Boos. Lucky Twos and oh other nein! Arr, ich hasse Lucky Two. Also here. Neue Power-Ups! So, jetzt bin ich gespannt. Next, let's look at the new Power-Ups you can find. Mhm. In Elephant Form, make the most of your nose and your size. Swing your trunk to attack enemies. Destroy blocks and even do this. Dass Mario jetzt einen Rüssel hat, ist irre. In this form, you can easily break through blocks. Das bedeutet, dass auch Peach einen Rüssel haben kann.
Wir leben in einer phänomenalen Zeit. Man kann das mitnehmen. It's not just Mario though. Luigi, the Toads, Peach, Daisy and Toadette all have elephant forms as well. The bubble form allows you to blow light floating bubbles. They can be used to capture and defeat enemies from a distance. Okay. They'll also drift toward nearby foes. Smart. You can take care of enemies surrounding you in one go. Defeat typically impervious. Kann man damit auch Plattformen für sich selbst machen? Ja, oder? Davor habe ich ein bisschen Angst. You can even jump off them, like platforms. Oh Gott. Es ist, als hätte er mir zugehört. Genau das habe ich gesagt. Bubbles make it a bit easier to get to those hard to reach places. Können wir kurz darüber reden, dass das ein sehr, sehr krasser Sprung ist? Aber er hätte auch einfach über den Fragezeichenblock dann da die Seifenblase hochmachen können. Er wollte, glaube ich, einfach nur flexen an der Stelle. Bin ich ehrlich? Das ist ein bisschen viel gewesen. Der Bohrer. Wir werden Zahnarzt. Okay. Or you can use it to drill down. Ooh. It also allows you to burrow and move through the ground. In a tough spot, dig away. Man kann einfach sich you can an den even Decke? Burrow into the ceiling. Okay, das ist wild. Was? Das war ja wild. Ich schwöre, ich habe diesen Trailer vorher nicht gesehen. Das war ja wild. Ja, sehe ich auch so. Classic fire form makes a return. Nice. Oh, and you can hang on. Oh, es ist so schön, Daisy zu sehen mit Power-Ups, ne? War es nicht so, dass Daisy gefühlt nie Power-Ups bekommen hat? Und Daisy nie so spielbar war, dass man sie mit Power-Ups versorgen konnte? Oh, es gibt auch wieder eine Item-Tasche, das ist schön. In a pinch, bust out a Power-Up. Nice. Or swap them to better fit the situation. Oh, das ist natürlich sehr, sehr gut. Weil das wird man safe brauchen bei manchen Punkten, um an irgendwelche besonderen Dinge zu kommen. Wunder. So, jetzt kommen wir wahrscheinlich zu den Dingern, die man einsammeln muss. This is a wonder flower. Aha. A plant that grows in the flower kingdom. It's said they thrive off this world's mysterious power and release it when in bloom. That's the power Bowser was after. Mhm. When you touch a wonder flower in a course, a wonder effect will trigger, causing some interesting changes. Pipes might start moving. Okay. A stampede of enemies can appear. The terrain may tilt. Ooh. You could end up in a free fall. Bubbles might, bubble up. Your perspective can change. Oh, okay, das ist ja mal ultra geil. Oh, was? Or you might float through space. There are even wonders where your character transforms. Aber das Mario zeigen sie noch nicht. A Goomba? Or a spike ball? Wie cool! Das ist einfach wie so ein Bowling-Level. Or blow up like a balloon. When you touch a wonder flower, always expect the unexpected. Oh yeah. You got a wonder seed, and the course will return to normal. Some courses need to be unlocked using the wonder seeds you've collected. Das heißt, wenn in einem Level zwei Wonder Seeds zu holen sind, bedeutet das, dass man zwei wundersame Änderungen des Levels hat. Oh mein Gott, die Level werden ja mal komplett divers. Und das ist wirklich Wiggler. Wiggler Race. Cool. Das, ey, ich hab so Bock auf dieses Spiel, wirklich. Freunde, sobald das Game rauskommt, ihr könnt euch sicher sein, das Let's Play startet instant. Und am Tag des Releases werde ich direkt, ich weiß es nicht, 5 Parts raushauen. You'll also earn a Wonder Seed as thanks from a Poplin when you clear a court. Okay, dann nehme ich das zurück, was ich gerade gesagt habe. Man hat nicht zwei Verwandlungen, sondern eine, und eine bekommt man am Ende immer. Alright. Cool. Course clear. Abzeichen. Alright. Was hat's damit auf sich? As your adventure progresses, you'll unlock in-game badges that change up the way you play when equipped. Uh-huh. There are a Da
das sind die, die wir gesehen haben bei den verschiedenen Leveln. Jump against the wall and then press B to jump straight up once. Konnte man das nicht immer? Muss man die jetzt sich anlegen? Variety of badges, each with its own special ability. Let's go over some of them. Slow your fall with the parachute cap badge. Sieht gut aus. Enhance your wall jumping abilities with the wall climb jump badge. Enhance, damit man dann hochspringen kann. Unleash a burst of speed while underwater by equipping the dolphin kick badge. You can also break underwater blocks. Charge up a bounding leap with the crouching high jump badge. Shoot vines in midair and stick to walls with the grappling vine. Okay, crap. Recover from dangerous drops instantly with the safety bounce badge. Easily find important items using the sensor badge. Oh, der ist stark. Die Frage ist, wird man nur einen tragen können oder mehrere? Draw in nearby Mula with the coin. Münzmagnet, könnt ihr einfach alle Münzen. Warum heißen die bei euch Mula? Magnet badge. Im Englischen. Become invisible to your enemies and yourself with the invisibility badge. Huh? You will not stop dashing with the jet run badge. Oh Gott, Mario Run kommt zurück. Guck mal, wie böse der ist. Ich hab keinen Bock mehr zu rennen, Mann. There are many more badges with different abilities, from the convenient to the unconventional. Only one badge can be equipped per course. Alter, okay, das ist schon krass, ne? Das ist schon ein bisschen krass. Equip them from the world map or when starting a course. Or if you don't make it through, grab a different badge and try again. Ich glaube halt wirklich, dass die bei manchen Leveln werden die unerlässlich sein. Da braucht man sie auf jeden Fall, um sehr gut an die ganzen verschiedenen Dinge zu kommen. Some badges can be earned by clearing special. Ich habe es doch schon gesehen vorher. Ich dachte, man braucht das vielleicht, aber so bekommt man sie. Man hat eine Challenge quasi. Und dann lernt man das, oh, ist das wieder gut gemacht, man lernt das Badge, während man das Level spielt, um das Badge zu erhalten. While others can be purchased from Poplin shops on the world map. Mhm. Be sure to exchange flower coins. Da sind die Flower Coins, die Währung, die ich auch schon genannt hatte. Collecting courses for badges. Mhm. Gemeinsam spielen, auch ein sehr, sehr großer Punkt. Oh mein Gott, da steht schon mehr Spieler lokal, das heißt, es gibt bestimmt auch mehr Spieler online. Up to 4 people can play locally on the same Nintendo Switch console. Mhm. Nice. Pick your favorite character and jump into the adventure together. Da kommen einfach dann auch mehr Power-Ups raus. In local co-op, their character will float around the course as a ghost. As a ghost. If another player reaches them before time runs out, they'll jump right back into action. Thank you. Your group won't lose a life either. And just so you know, if someone is playing as a Yoshi, you can jump on their back and ride them around the course. Even if you're also playing. Das verstößt gegen die Genfer Konvention. Wie, Moment, das ist als ob mir, Moment. Könnt ihr kurz euch bildlich vorstellen, wie ein Pferd auf einem Pferd reitet? As a Yoshi, or if you're an elephant. Es tut mir so leid, Yoshi, das, oh mein Gott. Das ist das krasseste Rückentraining jemals. Online-Spiel. If you connect online, you might see other players on the world map. What the f- And in courses. Uh-huh. These are people from around the world, enjoying the game in real time, appearing as live player shadows. Just like in local co-op, if you're defeated, you can come back to life by bumping into a live player shadow. Oh. Players can send greetings. Ah. And share in-game items. Even Ach, though krass. You won't be playing together directly, you'll get to experience a subtle connection with other. Was bedeutet die 950 mit dem Herz darüber? As you enjoy this new adventure together. Die haben alle verschiedene Herzzahlen über sich. Was ist das? Das können ja nicht die Leben sein. Das können auch nicht die Münzen sein. Der Ping auch wohl you nicht. You can also place a standee in a course. Standees can revive ghosts, so place them in not so easy areas and help your fellow players. Auch easy. You can purchase standee surprises from the Poplin shops to add more to your collection. You never know which standee. Oh mein Gott, die werden wir auch alle sammeln müssen. When you come into contact with an online player or their standee, you'll see their username and heart points. Okay. These points show how much they've helped other players on their adventure. Okay. Reviving ghosts, gifting items.
Das gibt dann Punkte. Alright. Reaching the goal pole together and more will earn you heart points. Das ist süß. While playing online, you also have the option of creating a room to get together with friends. In a shared room, you can see which courses your friends are playing, enter courses together, and oh even race God. Through certain courses. Start a race by hitting the race block. Wie unfassbar gut ist das denn bitte? Du hast nicht die Problematik, dass du irgendwie auf die angewiesen bist, weil ihr spielt nur als Geist zusammen, aber man kann das Spiel mit Freunden zusammen online genießen und erleben. Oh, ist das toll. Das ist wirklich gut. Then make a run for it. Boah, ist das cool. Reaching the goal pole isn't the only way to finish a race though. In some courses, you'll need to grab a wonder seed. Das ist Bowser Junior mit einer ganz, ganz, ganz wilden Verwandlung. Warum sieht das Grüne schon so aus, als wäre das gerade die letzte Welt? Stellt euch vor, die spoilern uns gerade einfach das Finale. Or defeat a boss instead. Whether you're casually connecting with players from around the world or syncing up with friends for riveting races, boss ist toll. You can enhance your experience with online play. Geil. Warum? Ach, da sind wir unsichtbar. Ich habe mich gerade gefragt, was geht da ab? What a view. Oh ja. Der Midway Point natürlich auch weiterhin am Start. Oh. Das erinnert mich so ein bisschen, es gab doch dieses Rayman 2D-Game. Da gab es doch auch diese Silhouetten-Leveln. Oder Donkey Kong Country hatte das auch. Aha. Man kann wirklich erst zur finalen Bowser-Welt, wenn man die anderen Welten besiegt hat oder beendet hat, weil dann quasi diese bösen Geister entfernt werden durch die Wundersamen. Jump into the unexpected with Mario and friends when Super Mario Brothers Wonder launches on Nintendo Switch October 20th. Plus, a new Mario Red-themed Nintendo Switch OLED model So. Das müssen wir jetzt kurz erstmal hier beenden. Freunde, ich bin so unfassbar gespannt auf Super Mario Bros. Wonder. Alles, was wir gerade gesehen haben, hat mir noch mehr Bock gemacht auf das Game. Ich finde, es war ein sehr, sehr guter Trailer für Leute, die den ersten Trailer gesehen haben und sich noch nicht sicher waren, ob sie Bock haben auf das Game, weil das Spiel, dieser Trailer hier hat, finde ich, gerade so viele Infos gegeben, dass man sich jetzt sicher sein kann, ob man das Spiel haben möchte oder nicht. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich es auf jeden Fall haben möchte. Halleluja. Ganz, ganz geiler Trailer. Ich freue mich riesig. Ich freue mich auch sehr, dass es tatsächlich mal nicht die Koopalinge sind, die anscheinend die Bösewichte sind, sondern irgendwas Neues. Sei es jetzt Bowser Jr. oder komplett neue Bösewichte, die durch die Wundersamen vielleicht verändert werden und größer gemacht werden. So eine große Piranha-Pflanze, ein großer Lakitu, keine Ahnung, irgendwie sowas. Kommen wir jetzt hierzu. Nintendo Switch bringt für die größten Titel immer sehr gerne eine eigene Nintendo Switch raus. So ist es zum Beispiel bei Splatoon gewesen oder so ist es bei Pokémon gewesen, dass immer extrem, Zelda auch, dass extrem krasse Konsolendesigns rauskommen mit krassen Reliefstrukturen drin und irgendwie gefühlt, wenn das Licht drauf fällt, hast du einen Flip-Flop-Lack da drin. Man könnte so viel machen. Mit irgendwie, lass es Silhouetten sein von den verschiedenen Power-Ups oder so. Die Switch ist einfach nur rot. Warum? If you look closely, oh wow, okay, ihr habt eine Silhouette. Toll. You'll find Mario. Das ist schön. Ach, drin, wenn man so aufmacht. Das ist ja schön. Some hidden coins. Das sind original 5 Sticker, die ihr verwendet habt. Nintendo Switch OLED Model Mario Red Edition launches October 6th. Das macht mich wirklich ein bisschen traurig. Aber Freunde, das war der Trailer zu Super Mario Bros. Wonder. Wie hat es euch gefallen? Schreibt mir sehr gerne eure Meinung in die Kommentare. Schreibt auch gerne einen längeren Kommentar. Schreibt ganz viele Kommentare. Zeigt den Trailer und diese Reaktion euren Freunden. Falls ihr möchtet, dass die vielleicht auch die Infos bekommen, die mir vielleicht aufgefallen sind. Vielleicht sind euch noch mehr Sachen aufgefallen. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall immens gespannt, das Spiel zu spielen, wenn es rauskommt. Am 20. Oktober lasst gerne ein Abo da, um das Let's Play nicht zu verpassen. Starten wir direkt durch mit etlichen Parts und werden das Spiel dann zu 100% zusammen auf diesem Kanal genießen. Ich freue mich sehr und das war's für diese Reaktion. Bis dahin, euer Brain. Tüdelü mit Ü. Bye-bye.